Liebe Bürgerinnen und Bürger, aufgrund der aktuellen finanziellen Lage des Bundes hat die Regierung beschlossen, dass ab dem 1. Januar Pfandflaschen besteuert werden. Alle Abgabestellen für Pfandflaschen, wie beispielsweise Supermärkte, werden ab dem neuen Jahr verpflichtet, bei allen Personen, welche Pfandflaschen abgeben, die Personalien festzustellen. Ja, dies wird in den meisten Fällen über Ausweisscanner vor Ort erfolgen. Beim Kauf eines Getränkes in einer Pfandflasche ist zukünftig darauf zu achten, dass der Kaufbeleg aufgehoben werden muss. Alle Kaufbelege, welche Pfand beinhalten, müssen zwingend in der Jahressteuererklärung aufgeführt werden. Erfolgt dies nicht, so werden Abgaben auf die zurückgebrachten Pfandflaschen, die sogenannte Pfandflaschensteuer, fällig. Die Frage, warum ist das so? Und über die vergangenen Jahre wurden Pfandflaschen, insbesondere von Rentnerinnen und Rentnern, gesammelt und verkauft. Dabei sind bei diesen Personen Einnahmen entstanden. In den meisten Fällen wurde allerdings unterlassen, diesen Pfand als Einnahme an die Finanzbehörden zu deklarieren. Entsprechend haben wir die Pfandflaschensteuer eingeführt. Pfandeinnahmen über 5.000 Euro im Jahr führen zu einer Gewerbeanmeldungspflicht und sind automatisch umsatzsteuerpflichtig. Auf diese Weise führen sie zu mehr Gerechtigkeit in den Sozialsystemen. Gleichwohl können wir durch diese zusätzlichen Steuereinnahmen, die Erhöhung des Bürgergeldes und die Einführung der Bezahlkarte für Geflüchtete gegenfinanzieren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.